Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Madeleines Schlemmerparadies. Heute möchte ich euch super lecker gefüllte Schokoladentartlets zeigen. Sie sind super schnell hergestellt und es bedarf gerade mal einen Mürbeteig und dann die Schokoladenfüllung. Ein optimales Dessert zum Valentinstag und deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Video und wir fangen direkt an mit den Zutaten. Wir benötigen gar nicht so viel und zwar einmal Mürbeteig, 250 Gramm Vollmilch- oder Zartbitterschokolade, 250 ml Sahne, 30 Gramm Zucker und 50 Gramm / 3 Eigelb der Größe L. Ja, zur Zubereitung. Natürlich habe ich erst Mürbeteig gemacht. Das habe ich aus 1-2-3 Methode gemacht. Also ergo 100 Gramm Zucker, 200 Gramm Butter und 300 Gramm Mehl und ein Eigelb. Ebenso benötigen wir natürlich ein paar Tartlet-Förmchen und dann, nachdem wir den Mürbeteig, also ich stelle ihn gerne mal einen Tag vorher her, ihr könnt aber auch 1-2 Stunden vorher den herstellen, das reicht auch, aber besser verarbeiten lässt er sich, wenn er eine Nacht geruht hat. Den tun wir jetzt natürlich etwas weich kneten und wenn das passiert ist, tun wir ihn auf 3 mm Dicke ausrollen. Da geht eigentlich ganz super, auch mit ein paar Ausrollhilfen, wenn ihr euch dazu unsicher seid. Das ist auch eine kleine Hilfestellung, ist natürlich kein Muss. Und wenn das Ganze dann ausgerollt ist, nehmt ihr euch einen Ausstecher oder ein Glas, was halt etwas größer ist als eure Tartletsform. Das ist immer wichtig. Dann nehmt ihr eure Kreischen und komplett ungefettet, einfach so kommt der da rein. Weil ein Mürbeteig besteht aus so viel Butter, dass der sich dann selber fettet. Und dann tun wir den Rand einfach nur schön hochdrücken. Und das war's dann. Jetzt müssen wir nur noch mit einer Gabel ein paar Löcher reinpieksen. Das dient dazu, dass er wirklich gar nicht hochkommt, weil manchmal hat er so Anwandlungen und kommt doch ein bisschen hoch. Und um es komplett zu vermeiden, habe ich ein bisschen Backpapier reingemacht. Und da rein mit Linsen, also habe ich das Backpapier mit Linsen befüllt. So. So habe ich meine Förmchen dann bei 190 Grad Umluft 8 bis 12 Minuten lang gebacken. In der Zeit, wo der jetzt backt, geben wir unsere 3 Eigelb in unsere Rührschüssel. Geben unseren Zucker mit dazu und schlagen das schön schaumig. In der Zwischenzeit nehmen wir unsere Sahne, stellen diese auf den Herd, lassen diese einmal heiß werden. Ich habe noch eine Prise Salz mit dazu gegeben, Vanillesalz, aber das ist ganz optional, also wie ihr möchtet. Und dann habe ich halt die Schokolade in der heißen Sahne geschmolzen, bis es eine Ganache geworden ist. Natürlich könnt ihr es auch machen wie immer, wenn ihr Motivtorten macht, Sahne aufkochen lassen, klein gehackte Schokolade rein, 5 Minuten abdecken, fertig. Aber in dem Fall ist es super wichtig, dass es heiß ist, weil wir wollen natürlich, dass jede Bakterien abgetötet werden hier im Eigelb. Die Eigelb haben sich jetzt verdreifacht und da kommt jetzt schlückchenweise unsere richtig heiße Ganache dazu. Also wirklich, das ist super wichtig, dass sie richtig heiß ist. Deswegen nimmt einen super tollen Topf, der so eine Beschichtung hat. Das ist echt wichtig. Ich habe meinen glücklicherweise letztens ein Geburtstag geschenkt bekommen und hatte dadurch keine Probleme, dass da irgendwas angebrannt ist oder angedickt. Also unten auf dem Boden hat sich nichts abgesetzt. Ja, und das Ganze habe ich dann kurz nochmal aufschlagen lassen, aber nicht zu doll, dass ich nur schnell ausweiche, ich es hier natürlich schnell laufen lasse für euch. Dann habe ich meine Schokoladenmasse einmal gesiebt, vorsichtshalber, falls doch was gestockt ist, was natürlich nicht so optimal wäre. Ja. Und so waren wir schon fertig. Ich habe das Ganze dann, also meine Tartlets habe ich aus dem Ofen genommen, habe die kurz abkühlen lassen, etwas. Und dann habe ich direkt die heiße Masse reingefüllt. Die Masse hat für 8
kleine Tartlets gereicht. Und dann habe ich insgesamt noch 2 15er Tartlets gehabt. Also von der Größe her Durchmesser, 15er Durchmesser. Ja, also da kommt schon eine gute Menge zusammen. Ich schreibe es euch genauso auf und dann stellt ihr das Ganze halt einfach nur noch kühl. Und dann müsst ihr halt leider 2 Stunden warten. Wie ihr seht, hier habe ich von so einem, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie das heißt, von dieser Motivtorte. Diesen riesen Cupcake, wisst ihr, was ich meine? Ja, jedenfalls habe ich alles so weit befüllt, bis ich damit fertig war. Und wo es dann komplett kalt war, ihr seht schon, also ich habe ja nichts gefettet oder mit Mehl bestäubt. Ich habe einfach, meine Förmchen davon entfernt. Und das war's schon. Super lecker, simpel und sowas von mega lecker, sage ich euch. Das genaue Rezept findet ihr natürlich auf meinem Blog. Und lasse erstmal auch die Mengenangaben so weit. Also ich rechne nichts weiter runter. Wenn ihr weniger haben wollt, halbiert es euch. Aber das schaffen meistens die Maschinen nicht so. Ja, jedenfalls das war's. So sahen sie dann fertig aus. Mit Basilikum auch super zum Genießen. Ich bin nun natürlich sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Und wünsche euch jetzt schon mal einen Happy Valentinstag. Ja, meine Lieben, das war's schon. Unsere super leckeren Schokoladentartlets. Ich finde, sie sind super lecker. Die zergehen richtig in der Zunge. Und ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Das Mundgefühl ist einfach top, weil durch den Crunch, durch den Mürbeteig und so und dann diese weiche, samtige Schokoladencreme, genau das Richtige. Ja, verwöhnt jetzt eure Lieben, dekorieren könnt ihr es, wie ihr es wollt natürlich. Ich finde immer so eine Erdbeere und was Grünes immer total schön oder Pistazien passen auch super. Lebt euch da aus und verwöhnt eure Lieben damit. Ich hoffe natürlich, ihr lasst mir jetzt einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in den Kommentaren, wie das Video euch gefallen hat. Und natürlich auch, wenn ihr es nachgemacht habt. Ich freue mich immer über eures Feedback. Und dann sehen wir uns schon wieder nächste Woche mit einem neuen Rezept. Also bis dahin, tschüss!